Dann herzlich willkommen zur kleinen Präsentation vom MBS FileMaker Plugin. Und zwar habe ich mir für diese Konferenz mal überlegt, nicht nochmal alles zu zeigen, sondern vielleicht nur mal die Änderungen, die sich innerhalb von einem Jahr ergeben haben. Und da fangen wir mal direkt an nach der letzten Konferenz. Da kam die Version 7.5 raus und die hatte ein paar schöne Neuerungen. Zum Beispiel das Ausführen von Kommandozeilenprogrammen. Das heißt, wenn man so ein kleines Kommandozeilen-Utility hat, dann kann man das halt in FileMaker starten. Es läuft ohne Fenster im Hintergrund. Man kann Parameter übergeben, Umgebungsvariablen setzen. Man kann Daten als Eingabe übergeben. Also wenn das Programm direkt auf der Konsole nach Eingaben fragt, kann man die übergeben. Man kann Fehler und normale Ausgaben getrennt auslesen. Es gibt einen Skripttrigger, der dann einem ein Skript ausführt, wenn man halt keine Daten, nee, neue Daten hat oder wenn das Programm beendet wird. Und wenn nötig, kann man auch das Programm zwangsweise abbrechen, sodass es halt, wenn das Programm halt eine Endlosschleife hätte, würde man das halt abbrechen. Wir haben das schon bei einigen Kunden eingesetzt, FFmpeg für Videos zu transkodieren, ZIP-Tool für im Hintergrund halt zu zippen. Oder Python-Skript laufen zu lassen oder auch mit der FileMaker-Admin-Application irgendwas zu steuern. Dann habe ich IDs eingebaut für den Layout-Dialog. Das heißt, das Plugin zeigt einem die ID an. Man kann die ID verwenden, zur Laufzeit dann den Namen des Layouts nachgucken und damit eben auch zu Layouts wechseln, ohne den Namen immer zu ändern, wenn man das Layout umbenennt. Dann haben wir reguläre Ausdrücke. Man kann ein Muster kompilieren, also einen regulären Ausdruck, der halt ja, wie soll man sagen, ein Muster definiert, wo halt bestimmte Zeichen erwartet werden. Bestimmte Zeichen werden dann, oder machen wir mal ein Beispiel. Man kann es euch besuchen, sucht mir im Text nach 5 Ziffern, gefolgt von einem Leerzeichen, gefolgt von beliebigen Buchstaben und das endet dann mit einem Zeilentrenner und dann haben wir vielleicht eine Postleitzahl mit einem Ortsnamen gefunden. Das kann man dann auf Text anwenden des Öfteren und kann dann eben diese Teilfundstücke herausbekommen, zum Beispiel nur die Postleitzahlen. Wir können damit suchen und ersetzen, also zum Beispiel such mal Namen, Tab, also Vorname, Tab, Nachname und ersetzt das mal durch Nachname, Komma, Vorname oder so. Das heißt, man kann also auch beim Ersetzen, im Ersetzen-Ausdruck auf die Sachen, die man gefunden hat, zugreifen. Und wir können Texte maskieren. Das heißt, wenn da schon ein Sonderzeichen drin ist, was vielleicht ein Befehl in dem regulären Ausdruck wäre, dann können wir das mit einem Backslash escapen, damit das eben ja, als Zeichen gesucht wird. Dann habe ich eingebaut, dass man Bilder in einem PDF ersetzen kann, mit Dyna PDF. Wir hatten da eine Immobilienfirma, die hatte eine Vorlage für einen Flyer, wo wir dann jede Woche die aktuellen Bilder platziert haben. Und da haben wir dann also die Bilder in der Vorlage durch die aktuellen Hausbilder ersetzt und den entsprechenden Text dazu geschrieben. Dann gab es noch mehr, und zwar gibt es jetzt zeitlich limitierte Lizenzen zum Testen. Man kann auf der Webseite eine 3er-Lizenz anfordern. Dann habe ich ja die Funktion, um Word-Dateien auszufüllen. Und da kann man jetzt ein Ergebnis von einer Word-Datei an eine vorhandene Word-Datei anfügen und so, also einen, was weiß ich, Rundbrief mit 1000 Dokumenten in eins schreiben. Dann habe ich die JavaScript- und Collocation-Funktion für iOS portiert. Das kann man also jetzt nicht nur auf Mac verwenden, sondern auch unter iOS. Und SFTP für FileMaker Cloud haben wir bei Curl eingebaut, sodass man auch von einem Cloud-Server zum anderen etwas kopieren kann. Beim OCR für die Texterkennung gibt es einen neuen Modus, dass man eben nur nach Zahlen sucht. Das heißt, wenn man irgendwo einen Ausschnitt aus einem Bild hat und weiß, da steht eine Zahl, kann man die dann erkennen, ohne dass da ein I oder ein O vielleicht erkannt wird. Und die JSON-Funktionen können auch Zahlen, die wirklich lang sind, verarbeiten, ohne dass sie zwischendurch gerundet oder als scientific notation, also als wissenschaftliche Notation geschrieben werden.
Dann kam die Version 8 im Januar und da gab es als große Neuerung die Suche in den Formeln im FileMaker-Dialogen. Das heißt, man drückt Befehl F als Taste und dann fängt das Plugin das ab. Solange FileMaker das nicht selber macht, wird das Plugin halt das abfangen und dann kommt halt dieses Suchfenster von macOS in das Textfeld. Nur bei Mac? Das ist nur für Mac, ja. Das ist halt eine Standardfunktion von dem Textfeld. Das bietet Apple halt schon an. Man kann es ja im Text-Edit-Programm sehen. Und wir entscheiden das über das Plugin eigentlich nur an. Dann für iOS haben wir noch mehr Funktionen portiert. PDF-Kit, also PDFs auf dem iOS-Gerät direkt bearbeiten. AV-Export für Videos zu exportieren, von einem ins andere Format. CG-Image-Source, um 20, 30 verschiedene Bildformate zu lesen mit den Routinen von Apple und dann eben als Vorschaubild oder als in einem anderen Format wieder zu speichern. Funktion für die Zwischenablage, um halt ohne ein Feld auch Text in die Zwischenablage zu setzen oder Bilder oder die Zwischenablage abzufragen. Und die ganzen Funktionen rund um Kalender und Erinnerungen, so dass man auf dem iOS-Gerät direkt etwas in den lokalen Kalender schreiben kann oder in den lokalen Erinnerungstabelle. Und dann gibt es in der Schweiz Zahlungsscheine demnächst. Und da brauchen die Schweizer alle solche Barcodes, die sie dann mit auf die Rechnung drucken, damit die Kunden das direkt bezahlen können. Und da habe ich ein Beispiel gemacht. Generell kann das MBS-Plugin über 80 Barcode-Typen erstellen und auch ein Dutzend erkennen, sodass man das vielleicht auch in der einen oder anderen Lösung brauchen kann. Dann gab es noch ein paar mehr Kleinigkeiten. Zum Beispiel kann man das, was Apple für die Spotlight-Suche als Engine dahinter hat, auch direkt verwenden. Das heißt, man kann direkt auf der Festplatte nach Sachen suchen, bekommt dann die Liste der Dateien als Ergebnis. Dann haben wir eingebaut Domains mit Umlauten für Curl unter Windows. Bei Mac macht das System das, soweit ich weiß. Dann das Lesen und Schreiben von Daten am Block für Excel-Dokumente. Wir hatten ja bisher schon Funktionen, um da Zellen am Einzelnen zu lesen und jetzt kann man auch eine Liste mit 1000 Werten übergeben und dann direkt 1000 Zellen mitfüllen. Dann habe ich CSV-Import-Funktionen, die können erkennen, ob das jetzt Strichpunkt, Komma oder Tab als Separator ist und dann übergibt man die Liste der Feldnamen und den Namen der Tabelle und der Datei und dann kann das Plugin automatisch Datensätze anlegen. Dann haben wir mit dem JavaScript Message Handler einen neuen Weg und unter FileMaker 16 oder neuer vom JavaScript aus ein Skript zu triggern in FileMaker. Und die LDAP-Funktionen können jetzt auch ihre Parameter als JSON übergeben, sodass man, wenn man über LDAP zum Beispiel eine Person abfragt, alle Daten auf einen Blick in einem JSON hat. Oder wenn man jemanden anlegt, dass man das dann auch in einen Block übergeben kann. Dann kam im März die Version 8.1. Und da war neu zum Beispiel Drag und Drop auch für Windows. Für Mac haben wir das ja schon ein Jahr länger gehabt. Und bei Windows gibt es jetzt halt die Möglichkeit, auch so eine Drop-Zone da anzulegen, dass man dann direkt Sachen aus Outlook oder vom Explorer auf diese Fläche zieht in FileMaker und dann bekommt man einen Skriptaufruf. Man kann dann abfragen, ob man einen Dateipfad bekommen hat, den dann verarbeiten oder wenn das halt so Dateien sind wie bei Outlook, die on demand kommen. Also erst wenn man bei FileMaker dann nach den Daten fragt, werden die dann generiert von Outlook und dann übergeben. Die bekommt man direkt im Arbeitsspeicher als Variable und kann sie dann in ein Containerfeld schreiben. Das Containerfeld von FileMaker erlaubt ja nur das direkte Ziehen von Dateien vom Explorer. Und somit haben wir also eine Lösung für Outlook und wir können eben auch mehrere Dateien ziehen und man bekommt dann eben diese Liste der Pfade oder eben dieser Container und kann sich dann überlegen, was man damit macht. Das ist richtig geil. Danke. Auch mit mehreren Dateien. Mhm. So, dann gab es noch diese kleine Problematik mit der Escape-Taste beim Touchbar, die man per Plugin auch deaktivieren kann. Und ich habe eine Funktion eingebaut, um einen Webviewer im Layout anzulegen, der eben nicht von FileMaker verwaltet wird. FileMaker verwendet ja seit Version 16 WebKit 2, aber WebKit 2 kann leider nicht drucken.
Und ich habe immer wieder Kunden, die dann Funktionen brauchen, die zwingend das alte WebKit brauchen. Deswegen kann man mit dem MBS-Plugin einen Webviewer in der alten Version anlegen. Den kann man auch auf ein Popover legen. Man kann auch mehrere davon haben und die sind halt unabhängig von FileMaker. Das heißt, wenn man zum nächsten Datensatz wechselt, werden die nicht neu geladen. Oder wenn man das Layout wechselt, die bleiben einfach stehen, bis man sie halt selber schließt oder verschiebt. Und dann gab es noch ein paar mehr Sachen. XML validieren, wenn man da so eine Schemadatei hat, kann man halt schauen, dass sein XML gültig ist. Oder man bekommt die Liste der Fehlermeldungen. Dann habe ich beim PHP die Library verbessert. Da gibt es dann eine neuere Library mit mehr Extensions, die man dann laden kann und das Plugin liefert bessere Fehlermeldungen für PHP. Bei Java gab es eine Änderung in der Version 9 mit dem Laden, sodass das Plugin jetzt auch wieder alle Java-Versionen von 1.4 bis zum aktuellen laden kann. Dann haben wir eine Funktion, Setup AWS, die halt eine Anfrage an AWS signiert, sodass man da zum Beispiel für Amazon S3 Up- und Downloads machen kann. Das heißt, ich gebe da meinen AWS-Token mit. Du gibst dem Plugin alles mit und der berechnet eben diese Authentication, die da in den Header kommt von der Anfrage, mit dem Hash von den Daten, die übertragen werden, und sortiert dann auch noch die Header, damit die alle richtig übergeben werden. Kann man alles selber machen, ist keine große Kunst, aber man sitzt doch ein paar Stunden dran, bis man das genauso hat, wie Amazon das gerne hätte. Ja, deswegen meine Frage, was muss ich da mitgeben, wenn ich an einen speziellen Bucket will? Ja, du musst den Bucketnamen, den Regionnamen, dein Token, dein Secret Key, die Operation, also Get, Put oder was, die Header, die du vielleicht mitgeben möchtest, die Parameter für die URL und die URL selber. Die URL wird in der Regel gebaut von den anderen Parametern. Aber das sind so 10 Parameter, die du da mitgibst, die dann mitverbaut werden. Und die Escape-Taste können wir für die Touchbar blockieren. Dann kam die Version 8.2 im Mai. Da waren einige Änderungen für FileMaker 17 drin, sodass ich allen Leuten sage, bitte nimmt ein aktuelles Plugin für eine aktuelle FileMaker-Version. Generell, auch wenn ihr eine ältere FileMaker-Version habt, nimmt das aktuelle Plugin. Das läuft immer noch unter Windows mit FileMaker 7 oder bei Mac halt 8.5. Und ihr bekommt halt alle die Bugfixes, die im Laufe der Zeit dabei waren, mit. Auch die neuen Funktionen natürlich. Aber hauptsächlich ist das Plugin, also ich teste eigentlich nur noch mit 15, 16, 17. Weil so viel Kunden mit älteren Versionen gibt es gar nicht mehr. Dann habe ich eingebaut für iOS das HealthKit. Das heißt, man kann da die Verfügbarkeit von HealthKit prüfen, kann abfragen, was so an Basisdaten vorhanden ist, kann abfragen in der Datenbank die verschiedenen Werte, die da aufgeschrieben werden, also vom Gewicht über die Schrittzahl bis hin zum Blutdruck, kann das Ergebnis als JSON-Block bekommen und dann direkt verarbeiten und natürlich ganz am Anfang noch abfragen, ob man überhaupt darf. Das ist ja das Wichtigste, dass man da eben Zugriffsrechte bekommt, dass man da abfragen kann. Und dann habe ich auch eingebaut StoreKit für Mac und iOS, sodass man also auf dem Mac oder unter iOS ein Inner Purchase anbieten kann. Man kann abfragen, welche Produkte sind bei Apple hinterlegt mit ihren Produkt-IDs. Man kann dann einen Kauf einleiten, also die Stückzahl von einem bestimmten Produkt. Dann kommt halt dieser Dialog, der User kann sich einloggen, kann dann den Kauf durchführen und man kann dann nachschauen, was er gekauft hat und kann dann eben die entsprechenden Features freischalten. Und wenn man möchte, kann man sogar fragen, dass der Benutzer einen das Produkt bewertet, sodass man dann auch eine gute Bewertung und zahlreiche Bewertungen im App Store hat. Dann habe ich eingebaut die Suche in Listen im FileMaker, in der FileMaker-Oberfläche. Das heißt, wenn FileMaker irgendwo eine Liste hat, kann man in der Regel Befehl F drücken, wenn man halt den Fokus auf der Liste hat, sodass das Plugin auch die Eingabe von Befehl F mitbekommt und kann dann in der Liste suchen und dann mit den Pfeiltasten da oder mit Return einfach durch die Suchergebnisse springen, bis man den Eintrag gefunden hat, den man sucht. Und wenn jemand mal eine Lösung hat mit, was weiß ich, 200 Layouts, dann ist er froh, wenn er sowas hat. Dann gibt es im MBS-Plugin eine Loop-Funktion, die erlaubt einem
ja, eine Schleife in einem Funktionsaufruf auszuführen. Man übergibt den Namen einer Variable mit oder ohne Dollar davor, einen Startwert von, ja, ein beliebiger Startwert, ein Endwert und eben diese Stufe, in der man da durch die Variablen zählt. Das kann vorwärts und rückwärts gehen und dann übergibt man einen Ausdruck, der dann als Formel ausgewertet wird. Und was auf der Folie noch fehlt, ist, man kann auch noch einen zweiten Ausdruck angeben für eine Abbruchbedingung, sodass man also schauen kann, dass die Schleife nicht ewig läuft. Dann würde nämlich FileMaker ja, einfrieren. Aber es ist halt ganz praktisch, wenn man halt irgendeine Funktion 20 Mal ausführen muss und immer nur Parameter ändert. Zum Beispiel, weil man also in einem Excel-Dokument für 20 Zellen hintereinander dasselbe Format setzen möchte, dann muss man halt nicht 20 Aufrufe machen, sondern hier geschachtelt einmal den Loop und einmal den Aufruf, der dann den. Dann gibt es die Funktion, dass das Plugin sich die Spaltenbreiten merkt in den Tabellen. Das heißt, es gibt für zwei, drei Dialoge die Möglichkeit, dass das Plugin halt, wenn der Dialog aufgeht, sieht, da ist eine Tabelle und dann dem Betriebssystem sagt, merkt ihr doch die Spalten, und das macOS hat das halt eingebaut als Feature und wir schalten das mit dem Plugin eigentlich nur an, sodass halt, wenn man den Dialog wieder öffnet, die Spaltenbreiten wieder da sind. Dann habe ich für JSON als auch für XML eingebaut, dass man die ja, Texte einfärben kann, sodass man vielleicht leichter lesen kann, wo Werte stehen oder wo die entsprechenden Zahlen sind. Und ich habe auch was eingebaut, dass man halt ein JSON auch mal schnell als HTML visualisieren kann. Man lädt das dann in einen Webviewer und kann dann halt das JSON vielleicht noch besser lesen. Dann gab es noch die RichText-Funktion für iOS, also das Bearbeiten von formatierten Text, den man dann zum Beispiel als RTF-Datei auch speichern kann oder in die Zwischenablage legen. Dann gab es ja in FileMaker 17 UIDs als Zahlen und dann habe ich im Plugin direkt mal die ähnlichen Funktionen eingebaut, sodass man also auch unter älteren FileMaker-Versionen UIDs erzeugen kann in Zahlform und dass man zwischen den beiden Darstellungen hin und her konvertieren kann. Mal kurz fragen, Rich Text für iOS heißt, dass wenn ich einen Text editiere in iOS, der Rich Text war vorher, wird er mir angezeigt. In dem Moment, wo ich ihn beginne zu editieren in FileMaker Go, verliert er ja die Rich Text Information. Ja, also Rich Text ist etwas, was Apple nachträglich für iOS eingebaut hat. Das gab es in älteren iOS-Versionen nicht und FileMaker hat es wohl noch nicht übernommen. Und jetzt kannst du mit dem Plugin halt ja, ein paar Sachen mit Rich Text machen. Ich kann sie nicht in das Feld setzen, sondern ich kann sie mal aufbewahren und irgendwo anders unterbringen. Du kannst zum Beispiel, wenn das aus der Zwischenablage kommt, kannst du es über das Plugin holen und kannst es in eine RTF-Datei schreiben oder als Block in einen Container oder was. Um später wieder einen Rich-Text drin zu haben. Ja, ja. Ja, vielleicht könnte man da noch ein paar Funktionen machen mit Feldern, aber mal sehen. Da geht es auch um das Konvertieren von Texten, die, also formatierten Text aus FileMaker in RTF und zurück, was vielleicht auch ganz nett ist. Ja. Genau, aber FileMaker verwendet ja nicht unbedingt einen Systemtext-Editor, um das zu editieren, sonst würde der vielleicht automatisch den Rich-Text verarbeiten. Ja, ich meinte aber, ich kann nicht mit dem Ergebnis aus der Rich-Text for IIS-Funktion in ein FileMaker-Textfeld schreiben. Das würde wieder normaler Text werden, weil sein Editor das wieder platt macht. Ja, aber solange du ja nicht editierst, hast du ja gesagt, steht es drin. Na, dann müsste man gucken, ob das Ändern, also das Ersetzen des Feldes von FileMaker noch wieder erkannt wird und irgendwie anders behandelt wird. Ja, mal schauen. Dann hatte ich ein paar Funktionen gemacht zur Statistik für Tabellen. Da ging es also um die Frage, wie viele Zeichen an Text sind zum Beispiel in einer Tabelle, wie viele Container sind da und was ist in den Containern drin, dass man so einen Überblick haben kann, wie viele Bytes zum Beispiel die ganzen Container belegen oder die ganze Tabelle. Dann habe ich in der Version mal eben 50 neue Curl-Optionen eingebaut. Ja, Curl ist ja die Schnittstelle, die wir halt nehmen für Up- und Download oder E-Mail-Versand. Und da gibt es Unmengen an Optionen, die man da festlegen kann. Ja. Dann habe ich eine Site-Lizenz eingeführt, weil es halt große Konzerne gibt, die kann auch mal ein Plugin verwenden.
Und die wollen halt nicht die Server zählen oder die Clients. Und dann habe ich für die Zwischenablage noch eine nützliche Funktion eingebaut zum Konvertieren zwischen Text und HTML. Das heißt, wenn ich in einen Browser gehe und zum Beispiel Text kopiere, dann legt mir der eine Browser in die Zwischenablage nur HTML, der andere legt mir formatierten Text und der dritte legt mir vielleicht HTML und formatierten Text und dann kommt es halt darauf an, was ich abfrage. Und beim Plugin ist jetzt so eingebaut, wenn der Browser nur HTML reinlegt und man fragt den formatierten Text an, dann benutzen wir die Funktion von macOS zum Konvertieren und dann kann man den auch dann halt das eine oder das andere abfragen, was man halt gerade braucht. Ja, dann kam schon der Sommer und die Version 8.3 und da gab es jetzt auch noch für den formatierten Text auch noch Zeilennummern. Wir können also HTML oder JSON formatiert darstellen oder sonst irgendeinen Text, den ihr wollt, können wir mit Zeilennummern versehen, die dann auch eine eigene Formatierung haben können. Und die Formatierung vom Originaltext wird dann durchgeschleift. Dann habe ich die Color Panels eingebaut, das heißt, man kann den Standarddialog von Mac oder Windows verwenden, um eine Farbe auszuwählen. Bei Windows ist das eine Funktion, weil das Dialogfenster geht auf und man drückt dann OK, wenn es fertig ist. Bei Mac ist das ja eine Palette, das heißt, man bekommt dann ein Skript getriggert, wenn eine neue Farbe ausgewählt wurde. Dann habe ich für iOS den Image Picker und bei dem kann man jetzt ein Overlay-Bild angeben. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, mach eben ein Foto, aber guck, dass der Kopf in dem Rechteck ist oder man kann eben auf dieses Overlay auch noch Text schreiben, dass man da zum Beispiel noch eine kleine Anweisung hinschreibt, bitte blitz aus oder was. Man kann auswählen, ob es halt die Kamera vorne oder hinten sein soll und kann auch direkt Blitz von vornherein aus- oder anschalten. Und noch ein paar andere Optionen. Dann gibt es bei FileMaker ein Toolbar-Kontextmenü, also das ist standardmäßig von macOS drin. Und einige Leute haben sich halt geärgert, dass der Kunde über diesen Eintrag Customize Toolbar dann direkt die Toolbar ändern kann, obwohl sie die Toolbar gerne selber vorgeben wollen oder bestimmte Befehle eben nicht zugänglich haben wollen. Deswegen kann man halt mit dem MBS-Plugin dieses Toolbar-Menü reduzieren auf die Einträge, die man haben möchte. Da gibt es mehrere Modi. Einer ist zum Beispiel gar kein Menü. Einer ist dann halt ja, nur unten der Befehl raus oder das Hide-Toolbar raus. Und dann kann man das halt einstellen, damit man dann auch wenn man mit Custom-Menüs eben bestimmte Einträge verbietet, dass der Nutzer dann nicht über die Toolbar dann doch die Sache machen kann. Dann hatte ich noch eingebaut den Import von der Kamera. Das heißt, wenn ich einen Mac habe, kann ich direkt von einer unterstützten Kamera Bilder importieren oder ich kann auch ein Bild machen. Das heißt, wenn ich so eine Canon oder Nikon-Kamera habe, kann ich die auf ein Stativ stellen, mit dem Mac anschließen, kann dann von FileMaker aus automatisch Bilder machen lassen, die dann runterladen von der Kamera und auf der Kamera auch wieder löschen, mit allen Metadaten, sodass ich halt ja, automatisch Bilder machen kann für die Firma oder eben auch Bilder automatisch importieren kann und dann eben in FileMaker verwalten. Kann man sich halt sein komplettes iPhoto von mir aus selber programmieren. Dann habe ich bei Graphics Magic die Farbtiefe auf 16-Bit erhöht von Mac. Windows könnte man das auch noch machen, wenn das einer braucht. Aber ich hatte ein paar Kunden, die halt Röntgenbilder hatten. Da gibt es ja das DICOM-Format bei den Ärzten. Und da braucht man halt 16-Bit Farbtiefe und dann möchte man das halt ein bisschen bearbeiten, dass man dann halt schaut, ob man das ein bisschen heller belichtet oder ein bisschen weniger heller und dann halt für den Bildschirm auf 8-Bit reduziert. Dann habe ich eine Open Authentication Funktion eingebaut für Curl, dass man halt wieder alle Parameter übergibt, die nötig sind. Das Plugin berechnet das Authentication Token und kann dann eben die Anfrage an den Server schicken, sodass das auch eben passt. Und da habe ich ein Beispiel zum Beispiel für Twitter, sodass wir also den Twitter Web API verwenden können mit Open Authentication. Dann gibt es ein Blueterm Probe Device, also ein Thermometer mit so einem längeren Stock, dass man dann, also mit einem längeren Stab, dass man dann halt in ein Medium eintauchen kann und kann dann eben eine Temperatur messen. Das geht über Bluetooth und funktioniert dann eben auch unter iOS, sodass man also mit dem Plugin hier auch die Temperaturen bekommt. Dann gibt es diesen Dialog von den COM-Funktionen unter Windows, der eventuell mal zeigt, Server busy. Habt ihr vielleicht mal gesehen,
Kommt zum Beispiel vor, wenn man Outlook in der falschen Bit-Version installiert hat und dann versucht, von FileMaker aus E-Mails zu verschicken. Und diesen Error mit dem Server Busy fängt das Plugin gerne ab und sagt dem Chrome dann immer, probier es später nochmal, und dann kommt halt nicht dieser Dialog und in der Regel funktionieren dann die Sachen. Dann haben wir noch Dateidialoge im Plugin, und die habe ich für Windows 7 und neuer mal neu geschrieben. Das heißt, es gibt von Microsoft eine neuere API mit ein paar mehr Optionen, sodass ihr dann auch die neuen Dialoge bekommt. Und jetzt gab es im Herbst die neue Version 8.4. Jetzt hier weiter. Ich habe ja die Funktion für Video aufzunehmen für Mac und Windows. Und bei Mac können wir jetzt auch, also Mac und iOS, können wir jetzt auch den Bildschirm als Videoeingabequelle nehmen und können also dann den Bildschirm aufnehmen. Kompletter Bildschirm. Man kann auswählen, welcher Bildschirm am Mac. Man kann auch einen Ausschnitt definieren und dann eben die Aufnahme starten. Und für Mac und iOS habe ich auch noch eine Funktion eingebaut, dass wir, wenn wir ein Videobild haben und da ist ein QR-Code drin, können wir den direkt erkennen und einem dann über einen Skripttrigger diesen QR-Code mitteilen. Das ist so eine ähnliche Funktion, wie wenn ihr halt mit dem iPhone mit der Kamera über einen QR-Code haltet, da kriegt ihr ja auch angezeigt, dass er einen erkannt hat. Und dieselben Framework-Funktionen verwende ich da auch, um halt so einen QR-Code erkennen. Und bei Windows haben wir dann noch ein paar Verbesserungen, sodass wir eine höhere Auflösung verwenden, wenn man also eine HD-Kamera hat. Und die ist standardmäßig per Default auf eine niedrige Auflösung eingestellt, können wir dann trotzdem die hohe Auflösung auch einstellen. Dann habe ich Bonjour-Funktion eingebaut. Das heißt, man kann, ja, sagen wir erstmal, Bonjour ist diese Technologie von Apple, beziehungsweise die ist auch Open Source unter dem Namen ZeroConf verfügbar, mit der Geräte, andere Geräte im Netzwerk finden können. FileMaker findet damit zum Beispiel die eigenen Server. Die Macs finden sich untereinander, die iOS-Geräte finden die Macs damit. Da wird halt ein UDP-Broadcast-Signal rumgeschickt, sodass halt alle Geräte über den aktuellen Stand informiert sind. Und mit dem MBS-Plugin kann man einen eigenen Service da anmelden. Das heißt, man kann dann zum Beispiel für seine Lösung sagen, alle Computer melden sich an und wir können dann an dem einen Computer die anderen Computer eben finden. Man kann damit natürlich auch alle Dateifreigaben finden oder alle Remote-Desktop-Freigaben und bekommt dann eben die Liste der Services mit allen IPs, sodass man sich direkt verbinden kann. Dann habe ich das Kontakte-Framework für Mac und iOS implementiert. Apple hat ja ein älteres Adressbuch-Framework und die haben leider einen etwas unterschiedlichen Funktionsumfang. Das neue Kontakte-Framework funktioniert dann auch gut mit mehreren Kunden. Also man hat ja lokale Kontakte, man hat iCloud-Kontakte, man hat vielleicht noch Exchange-Kontakte oder bei Google was synchronisiert. Und man sieht standardmäßig die Kontakte zusammengeführt. Das heißt, wenn es den Kontakt in mehreren Adressbüchern gibt, dann sieht man halt einen Kontakt, der dann alle Informationen hat, die aus allen Adressbüchern. Man kann aber auch Kontakte wieder aufteilen, dass man also nur die Informationen von einem bestimmten Kontakt, bestimmten Adressbuch ausliest. Wir behalten die alten Adressbuchfunktionen, weil wir ja weiterhin da Funktionen brauchen, denn das alte Adressbuch stellt uns zum Beispiel das Änderungsdatum zur Verfügung, was es in dem neuen Framework nicht gibt. Das heißt, wir müssen das alte Framework verwenden, um halt nachzuschauen, ob ein Kontakt geändert wurde, sodass, wenn man eine Synchronisation schreibt, dass man dann schaut, dass man nur die neueren Änderungen übernimmt und nicht alle Kontakte immer durchguckt. Dann habe ich die Quick-Look-Vorschau eingebaut für iOS. Für Mac hatten wir die ja schon länger, dass man halt für bekannte Dateien, die macOS oder iOS eben kennt, eine Vorschau anzeigen kann. Und das funktioniert zum Beispiel auch ganz gut für die neuen VR- oder AR-Dateien. Das ist ein Tipp für, ne? Bei iOS. Das heißt, man kann dann auch so eine AR-Datei, wo man sich da um das Objekt rumdrehen kann, kann man dann direkt auch beobachten. Dann habe ich Schlüsselbundfunktionen eingebaut. Das heißt, wir können abfragen, für welche Datenbanken ist im Schlüsselbund ein Passwort hinterlegt. Wir können neue Passwörter automatisch hinzufügen, Passwörter löschen oder ändern. Und das geht auf Mac und iOS. Und das heißt, wenn man also ein
für seine FileMaker-Dateien verschiedene Passwörter hat, könnte man zum Beispiel sagen, ich logge mich in eine Starterlösung ein und dann kann man die Passwörter vielleicht für die anderen Dateien direkt eintragen. Und es gab noch ein paar mehr Funktionen. Ich habe die XLST-Bibliothek eingebaut, sodass wir also jetzt auch bei XML Stylesheets anwenden können. Also Transformationen, um zum Beispiel aus einem XML ein HTML zu machen. Dann habe ich den... Könnte ich damit, wenn ich, das geht auch Server-Side? Ja, klar. Könnte ich damit die alte XSLT Exportfunktion, die es seit Server 12 ja nicht mehr gibt, wieder benutzen, um eine Anfrage zum Beispiel. Du musst ja ein XML dir besorgen, ein XLST, dann ja. Kannst du sie anwenden. Das XML kann mir der Server immer noch generieren und machen. Dann kann ich das anwenden und könnte nach außen auf eine XML-Abfrage ein anderes XML, was ich über dieses XSLT transformiert habe, rausgeben. Ja, warum nicht? Klar. Einfach mal ausprobieren. Dann habe normalerweise braucht man dafür ja irgendeinen XSLT-Prozessor. Das heißt, den lieferst du im... Der ist im Plugin drin. Im Plugin mit. Das hat die libxlst. Ja. Die macht das. Dann haben wir ja für den Script-Workspace die Funktionen, die überprüfen, ob eine Variable deklariert ist. Ja, der sucht also in den Zeilen darüber immer nach einem Sätze-Variable, wo halt die Variable deklariert ist, oder nach einem Kommentar, wo man über den Kommentar das deklariert. Oder es gibt auch noch eine Liste von Skriptschritten, die auch noch beachtet werden, dass die eine Variable definieren können. Und da habe ich für die ganzen Einfügen-Skriptschritte das auch eingebaut, dass ihr die auch erkennt, schon von Haus aus. Dann habe ich ein paar Sachen für macOS 10, 14 verbessert. Zum Beispiel eben die Skriptsuche wieder repariert, dass die immer noch funktioniert. Dann haben wir neue Funktionen, um Alias-Dateien auf Mac bzw. Link-Dateien unter Windows zu erstellen und abzufragen, wo sie hinzeigen. Und es gibt eine Funktion, die bei einem Textblock ausrechnet, wie hoch der etwa ist. Das verwendet die Routinen vom Betriebsteam. Die sollten ungefähr dieselben Ergebnisse liefern, wie das, was FileMaker selber verwendet. Sodass wir mit einer anderen Funktion können wir die Breite abfragen. Und hier können wir die Höhe abfragen. Das geht einfach darum, ist der Text zu groß für ein Textfeld, dass er dann nicht ganz angezeigt werden kann. Dann kann man das halt erfahren und eventuell den Text kürzen. Wir hatten auch schon... Oder die Schriftgröße, so lange verkleinern, bis passt. Wir hatten halt bei einigen Kunden das Problem, dass die halt Textfelder haben und FileMaker halt einen Umbruch macht. Und dann habe ich vielleicht vorne einen kleinen Vornamen und den langen Nachnamen sehe ich nicht, weil der halt umgebrochen ist. Dann hatten wir eine Funktion eingebaut, dass er da halt schaut, ist der Name länger und dann so lange Zeichen hinten entfernt und ein paar Punkte macht, bis der Text wieder gepasst hat. Ja, das kann man dann automatisch machen, damit man möglichst viel Text sieht. So, zum MES-Plugin gibt es ein paar Ressourcen. Es gibt eine Webseite, da kann man dann schauen, was es alles Neues gibt. Ich habe ein paar Videos auf der Webseite, einen Blog, in dem ich regelmäßig zeige, was Neues gibt. Und eine Mailingliste, wo dann auch immer eine E-Mail kommt, wenn es eine neue Version gibt, beziehungsweise man kann da Fragen noch stellen. Also diese Konferenz wäre nicht möglich ohne die zahlreichen Sponsoren.